Tja, noch sitzt er auf diesem Stuhl, Kurt-Jürgen Zander. Doch wann ist es soweit? Wann ist der letzte Arbeitstag? Der letzte offizielle Arbeitstag ist der 14.06., ein Sonntag. Von daher werde ich sehr wahrscheinlich am Freitag die Schlüssel abgeben. Oder übergeben an Bernd Hauschild, der die Wahl gerade gewonnen hat. Herzlichen Glückwunsch an Sie. Ja, wie geht es jetzt für Sie weiter? Wie wird man eingearbeitet als Oberbürgermeister? Na, ich sag mal so, ich hatte vergangene Woche ein interessantes Gespräch mit dem Dr. Sobetzko gehabt. Und Dr. Sobetzko hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Hauschild, Sie sind jemand, der als Politiker 200 Tage Zeit hat. 200 Tage, die man Ihnen gibt, bevor wir das erste Mal schauen, was Sie denn für Arbeit leisten können. Normaler Politiker hat es halt nur 100 Tage, aber Sie müssen ja davon ausgehen, bei Ihnen geht es heute Abend los. Und dann geht das ja bis zum 15.06. Und das sind Ihre ersten 100 Tage. Und da muss ich mich tatsächlich damit beschäftigen, dass ich Köthen noch viel besser kennenlerne, als ich Köthen zurzeit kenne und die Probleme dazu kennenlerne. Erste Gespräche habe ich geführt und ich muss sagen, man muss sich immer mehrseitig informieren zu aktuellen Themen, die anstehen. Und das möchte ich auch die Zeit machen. Die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Köthen ist Geschichte. Bernd Hauschild wird neues Stadtoberhaupt. Hier im Ratssaal gab es wieder die Präsentation der Ergebnisse. Die beiden Kandidaten waren da, Marina Hinze von den Linken und Bernd Hauschild von der SPD, aber auch viele andere Gäste und Kandidaten, die es im ersten Wahlgang versucht hatten. Und am Ende konnte sich Hauschild mit rund 56,1% gegen Frau Hinze durchsetzen und wird somit neues Stadtoberhaupt für 7 Jahre von Köthen. Frau Hinze, es hat jetzt nicht gereicht. Was meinen Sie, was hat im Endeffekt den Ausschlag gegeben? Das weiß keiner so genau, was den Ausschlag gegeben hat. Wir haben gekämpft bis zum letzten Tag, haben, glaube ich, alle personellen Ressourcen, die wir hatten, in Bewegung gebracht. Ich glaube, wir haben einen guten Wahlkampf hingelegt. Dass das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das gewünscht hätten, wie ich mir das persönlich gewünscht hätte, das muss man akzeptieren in der Demokratie. Und ich kann Herrn Hauschild nur ein glückliches Händchen für unsere Stadt wünschen. Herr Zander, was vererben Sie ihm denn? Was geben Sie ihm mit, wo Sie sagen, das ist so das Wichtigste, da musst du dich unbedingt drum kümmern? Also wir werden sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten uns viel unterhalten. Ich werde Bernd Hauschild auch zu Terminen mitnehmen. Die homöopathischen Ärzte haben schon gewünscht, ihn bei der Eröffnung des Bundeskongresses kennenzulernen. Da werden wir also viel gemeinsame Dinge tun, ihm auch schon mal erste Einblicke hier in die tägliche Arbeit in der Verwaltung geben. Und das brauche ich keinem zu sagen, die größte Aufgabe ist es weiterhin, mit den knappen Mitteln das Effektivste für unsere Stadt herauszuholen. Das wird die Herausforderung der nächsten 7 Jahre sein. Was glauben Sie, was hat heute so diesen Ausschlag gegeben bei der Wahl, dass die meisten doch das Kreuz bei Bernd Hauschild gemacht haben? Ja, das ist immer schwierig, gerade in so kleinen Städten wie Köthen. Das ist immer eine Gemengelage. Ich glaube, wir haben einen sehr überzeugenden Kandidaten gehabt, einen überzeugenden Wahlkampf gemacht und die Partei hat voll und ganz hinter Bernd Hauschild gestanden. Das hat sicherlich viel zum Wahlsieg beigetragen, aber auch natürlich seine Person, seinen Bekanntenkreis, sein Umfeld, seine Familie, alle haben für ihn geworben und dadurch kann ein solches Ergebnis entstehen. 25% Wahlbeteiligung, was sagen Sie dazu? Ja, das ist genau der Punkt, den ich auch gerade anderen schon gesagt habe. Das ist natürlich eine der wichtigsten Aufgaben, die der neue Oberbürgermeister angehen muss. Man muss den Bürgern das Gefühl geben, sie spielen eine Rolle in dieser Stadt. Sie sind wichtig, sie sind willkommen. Und wenn wir das nicht schaffen in den nächsten Jahren, dann wird die Wahlbeteiligung weiter sinken, weil sie das Gefühl haben, es bringt nichts, sich zu beteiligen. Die Wahlbeteiligungen lagen ja, wir haben es gerade oben im Ratssaal gesehen, so zwischen 15% und 35%. Wie wollen Sie denn die anderen Bürger noch mit ins Boot holen, dass es beim nächsten Mal, vielleicht bei Ihrer Wiederwahl, bedeutend mehr sind? Das kann ja nur durch gute, ehrliche Arbeit passieren, die zwar bisher auch geleistet wurde, aber wir wollen zusammen mit dem Stadtrat halt versuchen, durch unsere Arbeit zu zeigen, dass wir gewillt sind, hier für Köthen vieles Neues zu tun und die Bürger damit überzeugen, dass sie sagen können, ich möchte ein Stückchen Politik mitmachen. Da sind kleine Dinge, die ich mir schon angedacht habe, wo ich mir sage, hier kann man schon was machen. Da geht es zum Beispiel darum, dass der Stadtrat aus meiner Sicht einen Seniorenbeirat bekommen sollte. Es geht auch darum, um Probleme der Jugend zeitnah zu erfassen, dass wir hier für die Jugend vielleicht ein Jugendparlament einrichten. Diese Gedanken möchte ich gerne dem Stadtrat vortragen und hoffe dann auch, dass das auf Widerhall stößt und dass man so die Köthener mehr begeistern kann für die Politik, die wir ja nicht für uns machen, sondern für unsere Stadt. Wie geht es jetzt für Sie weiter?
Ich werde meine Rolle als Fraktionsvorsitzende wieder aufnehmen, die ich ja eigentlich auch nicht niedergelegt hatte bis zum Schluss. Die musste ich ja weiter ausfüllen und da werden wir weiter für die Interessen der Bürger in dieser Stadt kämpfen, ohne Frage. Und beruflich bleiben Sie sicherlich den Schülern erhalten? Natürlich, meine Schüler waren ganz gespannt, die haben sich alle per Facebook und Internet informiert, die wissen das jetzt. Die meisten, hoffe ich, werden glücklich sein jetzt, manche werden traurig sein, aber das ist der Lauf der Zeit und der Dinge, die da passieren. Ich denke, ich sehe das als ein gutes Ergebnis an und habe dann am Ende auch kein Problem damit, weil es recht ordentlich war, das Ergebnis.